Ja, willkommen zum neuen Video. Ich wollte mal über Bots ein bisschen was rauslassen. Und zwar gibt es ja ganz viele Leute, die, sage ich mal, sich ein neues Spiel kaufen, COD, Counter-Strike etc. Und dann sich sagen, ey, ich bin noch nicht so gut, ich übe erstmal mit Bots. Und wenn ich denn gegen die Bots gut bin, dann kann ich online. Und das ist ein Fehler, weil die meisten, die üben dann mit Bots, spielen dann so lange mit Bots, bis sie quasi gegen die Bots gut sind, gehen dann online, denken dann, geil, beste Voraussetzung, ich habe schon geübt, ich habe schon Skill und werden dann richtig fertig gemacht und dann spielen sie das Spiel nicht mehr. Und ich muss ehrlich sein, üben mit Bots kann ich nur jedem abraten, weil es sinnlos ist. Es ist einfach sinnlos, mit Bots zu üben, einfach aus dem einfachen Grund, dass da Bots ja nicht spielen wie echte Menschen. Bots spielen wie Bots und wenn du gegen Bots übst, dann bist du gut gegen Bots, aber nicht gegen echte Spieler, weil die Bots verhalten sich niemals so wie echte Spieler. Und meistens ist es mit Bots wirklich so, dass du im Gegenteil, dass du gar nichts lernst. Es kommt natürlich immer darauf an, also wenn du jetzt noch nie dieses Spiel gezockt hast, um reinzukommen, um das Spiel mal so ein bisschen zu fühlen, wenn du noch nie oder wenn du ganz selten zockst, dann kannst du schon ruhig mal ein paar Runden mit Bots spielen, um mal reinzukommen, aber nicht zum Üben. Und ich habe nämlich damals den Fehler gemacht, ich habe ein Spiel gespielt, habe 40, 50 Stunden mit Bots gezockt, habe da Zeit quasi verschwendet, bin dann online gekommen und bin nur gestorben. Also ich hatte gar nichts davon. Das Problem ist nämlich, wie ich schon sagte, dass sich die Bots anders verhalten. Und es gibt halt nur zwei Arten von Bots. Diejenigen, die so gut sind, dass du gar keine Chance gegen sie hast, weil sie computergesteuert sind, die dich durch eine Wand erschießen, weil der Computer denkt, da wäre keine Wand, dass die dich dann halt einfach sehen oder sowas. Oder die so schlecht sind, dass die dich gar nicht töten können, ne? Da hast du gar nichts von. Und dass du lernst nur auf echte Menschen zu reagieren, indem du auch auf echte Menschen reagierst. Zum Beispiel ein Bot würde niemals nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, würde niemals, sage ich mal, irgendwelche Jumps machen, Dropshotten, außer in Counter-Strike gibt es das ab und zu mal. Aber Bots spielen nicht wie echte Menschen und deswegen lernst du auch, wenn du mit Bots spielst, nicht wie dieses Spiel funktioniert, weil der Bot läuft da lang, du schießt auf ihn und er kommt zurück. Der echte Spieler, der sucht sich einen der drei Wege und umgeht dich und ballert dir dann in den Rücken. Und deswegen ist das Üben mit Bots eigentlich Schwachsinn, weil du ja nicht lernst, gegen Spieler zu spielen. Du lernst im Prinzip einfach nur die Zielscheiben besser platt zu machen und eben das ist da das Problem. Die beste Möglichkeit, Online-Spiele zu üben, ist, indem du sie wirklich spielst und zwar auch online. Und das kann ich dir nur raten. Ich habe das bei mir gesehen, zum Beispiel, ich habe den Fehler in Black Ops 3 gemacht. Ich habe Black Ops 3 gespielt, habe mit Bots geübt, habe ganz viel mit Bots gezockt. Was war das Ende vom Lied? Ich bin online gegangen und habe nichts gerissen. Bis heute. Und dann gibt es zum Beispiel das andere Spiel, Call of Duty Modern Warfare 3, mit eins der Call of Duties, die ich am meisten gespielt habe. Da kann man nicht mit Bots spielen, da gibt es keine Bots und da musste ich halt online spielen und ich habe das auch gemacht. Und voilà, ich bin ein guter Spieler. Mittlerweile bin ich auch schlechter geworden, weil diejenigen, die MW3 noch zocken, sind die Cheater und die richtigen Pros, die MW3 leben und schon 10-mal Prestige und wieder durch und was weiß ich. Aber im Prinzip bin ich in MW3, wo man nicht mit Bots spielen kann, am allerbesten von allen Call of Duties. Und die, wo ich mit Bots geübt habe, da war ich total schlecht. Und du wirst vielleicht oft sterben, wenn du mit Bots spielst, wenn du ohne Bots spielst, wenn du online zockst. Du wirst vielleicht sehr oft schlechte Erfahrungen machen und du wirst auch ab und zu mal ausrasten. Das ist bei mir ganz oft, deswegen werde ich auch Call of Duty niemals streamen, weil ich möchte meinen Account behalten. Und ja, vergiss das. Scheiß auf Bots. Counter-Strike mit Bots spielen. Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Gut, die Community ist scheiße, deswegen spiele ich das mittlerweile auch nur noch mit Bots, weil das sind einfach solche Das wollte ich nur mal sagen. Das ist ganz kurzes Video, es ist jetzt nicht viel Inhalt, aber ich dachte mir so, ja, scheiß drauf. Ja. Legt euch das mal ans Herz, oder wie man das nennt. Wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, ja, genau meine Meinung, ey, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr dieser kleinen Videos sehen wollt, gebt mir immer noch einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann fickt euch. Bis zum nächsten Mal.